Hallo, ich freue mich total, heute die Anja von Die Vegane Mami von dem YouTube-Kanal da zu haben. Schaut auf ihren YouTube-Kanal, da sind so tolle Videos mit Interviews mit Johanna oder Rüdiger Dalke oder mit anderen veganen Eltern. Schaut es euch gern mal an. Und jetzt frage ich euch zwei: Warum seid ihr vegan? Warum wir vegan sind. Also warum ich vegan bin, ist auf jeden Fall wegen der Umwelt, wegen der Tiere. Ich möchte nicht, dass die Tiere gequält werden oder grausam getötet. Ich möchte nicht, dass den Kühen die Kälbchen weggenommen werden, dass die mit... Wir wollen auch nicht, dass den Hühnern die Eier weggenommen werden. denn? Und warum bist du vegan, Schnuffi? Weißt du nicht mehr? Nee, aber zum Beispiel, damit den Hühnern nicht die Eier weggenommen werden, oder? Ja. Ja. Und wir wollen auch nicht, dass die Milch von den Kuhn abgemolken werden, oder? Warum denn? Weißt du noch warum? Ja, weil wir es nicht so gut finden und die Kühe dann auch getötet werden. Ja, stimmt. Hinterher werden die Kühe getötet, aber den Kühen wird dann auch das Kälbchen weggenommen. Ja, das finden wir auch nicht so schön. Nee. Und ja, was dann später dazu gekommen ist, abgesehen von den Ressourcen und der Umwelt und den Tieren und dass ich natürlich, apropos Ressourcen, für meine Tochter und auch für die nächsten Generationen den Planeten gerne so erhalten möchte, dass die dann hier auch noch gut leben können. Und die Pferde sollen auch nicht getötet werden. Und ich will auch nicht, wir wollen auch nicht, dass dann auf den Pferden jemand geritten wird. Das finden wir auch nicht so schön. Außerdem, wir wollen auch nicht, dass die Hühner getötet werden. Ja. Na, und, oder willst du das, dass die getötet werden? Du kannst ja nur von dir sagen, egal was ich finde. Ich finde das auch. Ja. Außerdem habe ich ja auch schon mal Pfaue gesehen, eingesperrt. Wir wollen ja auch nicht, dass die getötet werden. Genau. Ja, auch nicht, dass Hunde an der Leine sind und dann die hinter sich herziehen, wenn mal der Hund irgendwas entdeckt hat oder Pipi muss oder so. Ja, stimmt. Manche zerren dann so ihre Hunde weiter, ne? Ja. Ja. Oder kakan. Also ein weiterer Grund, warum ich vegan bin, ist der gesundheitliche, weil ich natürlich gerne später nicht im Pflegeheim landen möchte. Ich möchte keine schweren Krankheiten bekommen, keine Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Und möchte das natürlich auch gerne für meine Tochter nicht. Genau. Was soll er denn sagen? Ja. Wenn du so leise redest, hört es aber keiner. Und ich möchte eigentlich ins Fliegerheim kommen oder getötet werden. Tierheim meinst du, ne? Ja. Was ist euer Lieblingskinderbuch? Ob wir ein Lieblingsbuch haben? Hast du ein Lieblingsbuch? Also, ich finde Conny ganz schön. Conny. Ja, Conny beim Flugzeug. Und ich finde am liebsten Petersen und Findus Buch ganz schön. Ja, Petersen und Findus mag ich auch. Auf Conny stehe ich nicht so. Aber ich habe noch zwei vegane Bücher, die wir haben, die ich gerade ganz toll finde. Und ich glaube, dir gefallen die auch. Und zwar einmal dieses hier, Lass mich frei. Also, das hier. Das sieht man nämlich immer einmal das Tier, zum Beispiel hier als Teppich, also in Gefangenschaft sozusagen, und einmal, wie es eigentlich sein sollte,
in der Natur. Was haben wir hier noch? Hier die Schildkröte in der Natur oder im Netz. Und auch, da unten sieht man das vielleicht gar nicht. Naja, jedenfalls ist das Buch auch ohne Text. Das finde ich ziemlich toll. Dann sprechen die Bilder für sich und man kann einfach ja, seine Fantasie ausleben und sich einfach darüber unterhalten. Und dann haben wir noch Josef Schaf. Josef Schaf will auch einen Menschen. Das ist ziemlich witzig. Da ist ein kleines Schaf, der möchte unbedingt ein Haustier haben. In dem Fall ist es halt umgedreht. Das Schaf möchte gerne einen Menschen als Haustier und sagt, diese ganzen typischen Argumente, ach, der und der und der, die haben alle einen und was weiß ich. Und irgendwann kaufen die Eltern ihm dann doch einen Menschen. Naja, und das finden wir auch ganz witzig, das Buch. Genau. Kannst du wieder runternehmen. Dankeschön, Schnuckel. Was ist dein Lieblingsspiel? Ein Lieblingsspiel. Ja, ich hole mal Lieblingsspiel. Hast du ein Lieblingsspiel? Ja, ich hole es. Na, was hast du geholt? Alle Vögel sind schon da. Ja, das ist wirklich ein schönes Spiel. Soll ich denn mal die Karten zeigen? Zeig mal die Karten. Das ist ein Spiel, was man zusammenspielen kann. Jetzt zeigst du sie dir. Ach nee, ist auf beiden Seiten das gleiche. Entschuldigung. Ist wie ein kompliziertes Memory und man kann sich gegenseitig helfen. Das ist ganz lustig. Ja, Johanna hat jetzt noch ein paar Spiele und Bücher geholt, die sie mag. Ich mag noch dieses Buch hier, Vegane Ernährung von Dr. Jill Langley, weil da werden auch, ist schon ein bisschen älter, aber da wird einfach auch auf die Kinder eingegangen, weshalb Mangelernährungen entstehen können, eben einfach, weil die mangelernährt sind und nicht, weil sie vegan ernährt sind. Und es wird hier nochmal ganz gut dargestellt. Hier ist auch jeder einzelne Nährstoff aufgeführt, wo drin der vorkommt und so weiter. Also fand ich gut. Also, mit Erbsen. Ja, du musst was erzählen, Schuhu. Da ist der kleine Pirat Erbsen und die Erbsen landen immer irgendwo auf dem Tisch, auf dem Schnabel von einem Kuscheltier und so. Da fliegen die Erbsen so rum. Jetzt habe ich was zu tun, kann ich durch. Da schläft das Kaninchen. Hier schläft er. Der wacht da plötzlich auf, weil da so ein Bär hämmert. Und hier machen die eine Mäuseparty. Was glaubst du, würden Tiere zu uns sagen? Wir wollen nicht getötet werden und so. Die Tiere würden sagen, wir wollen nicht getötet werden? Ja. Und nicht jetzt Tierheim. Die Tiere wollen nicht getötet werden, auch nicht ins Tierheim gehen. Könnte sein. Ich finde auch sowas Ähnliches, würden die sagen. Ja, ich glaube auch, die Tiere würden sagen, lasst uns in Ruhe. Tötet uns nicht, haltet uns nicht gefangen, nicht zum Essen, nicht ja, für Entertainment. Ja, außerdem auch nicht Eier weggenommen werden, Küken werden gestohlen und noch was anderes. Die Hähnchen, die wollen auch nicht getötet werden. Das stimmt. Ja genau, tötet nicht unsere Babys, tötet uns nicht. Ja, lasst uns einfach in Ruhe, lasst uns frei leben in der Natur und habt am besten gar nichts mit uns zu tun. Ja. Was wünschst du dir für die Zukunft der Kinder? Ja, was wünschst du dir denn für die Kinder? Was wünschst du dir denn für später? Ein Lampenkostüm. Ein Lampenkostüm? Ja. Okay, ich wünsche mir für die Kinder, für die Zukunft der Kinder,
dass sie in Liebe in ihren Familien aufwachsen können und viel Zeit mit denen verbringen können, dass der Planet ihnen erhalten bleibt, dass die Umwelt ihnen erhalten bleibt, dass es sauberes Wasser gibt, dass es noch Boden gibt, der nicht mit Chemikalien voll ist, dass es noch Essen gibt, was nicht genmanipuliert ist, dass sie sich von den Ressourcen, die die Erde hat, ernähren können, ohne dass sie davon krank werden und saubere Luft einatmen können und dass es hier noch lebenswert ist und sie auch in Frieden leben können. Ja, was denn? Also, wir wollen auch nicht, dass Blümchen abgemäht werden, damit keine Hummeln mehr daran können oder so. Stimmt, manchmal, wenn so wunderschöne Blumenwiesen irgendwo stehen mit hohem Gras, werden die abgemäht. Das findet Johanna immer ganz schlimm. Weil dann können nämlich die Hummeln nicht mehr an die Blüten. Das stimmt. Oder die Bienen. Ja, genau. Außerdem will ich euch noch was sagen. Die Enten sollen auch nicht getötet werden und die Küken von den Enten. Ich will auch nicht, dass Küken getötet werden oder Wasser wegsäuft, damit die Enten nicht mehr schwimmen können. Das ist auch so. Stimmt, wenn es kein Wasser gibt, dann können die ja gar nicht mehr schwimmen. Ja, dann gehen wir einfach unter und können da einfach da so rumwatscheln und dann unser zu essen suchen. Johanna hat auch eine Bibi Blocksberg-CD. Da hat sie einen Dinosaurier, den hält sie einmal klein und dann muss der in so ein Glas hocken und so. Stimmt. Das ist auch gemein. Ja, der Dino von Bibi Blocksberg ist klein gehext und der muss in einem Glas sitzen immer. Das ist gemein, stimmt. Ja. Ja, dann danke für das nette Gespräch und tschüssi. Ich will nur kurz was sagen. Also, meine Mama Anja, die macht auch nur Dips, die ich eigentlich gar nicht mag. Danke euch, ich vielmals. Bis dann. Tschüss.